Hello. I just wanna dance. Was bisher geschah. Guten Morgen! Gestern haben wir voll wenig gevloggt. Ich bin gerade erst aufgewacht. Gestern haben wir nämlich eigentlich die meiste Zeit ein Video geschnitten für unseren Hauptkanal und gedreht halt. Dann waren wir also im Kino, haben dann auch eingekauft für zu Hause. Abends irgendwann sind auch unsere Freunde gekommen, unsere Childhood Friends. Schaut mal, wer hier ist. Hatnos. Hatnos. Die ist so hart. Hatnos, ja, hab schon was zu essen. Mit unserer Hauskatze hier in Tagum. Fühlt sich richtig wohl bei uns. Anna! Mann. Hauptsache, vorhin hat Oma sich die ganze Zeit so beschwert. Es gibt ja eine Seife. Müsst ihr heute unbedingt mitgehen. Morgen wird das Haus gesegnet. Und ihr müsst noch so viel besorgen. Und ihr geht heute weg. Dann habe ich gesagt, Alter Oma, du hast so viele Probleme. Probleme? Ja, ich habe so viele Probleme. Ich bin so alt, ich habe so viele Probleme. Ah, ja. Mann, die mobben uns, weil das hier Chucky. Ja. Wir sind Kinder, ja. So, ihr seid 20. Mann, ihr bringt doch Chucky, euer Ernst. Was hast du gemacht mit dir? Bist du fertig oder was? Ebe, wie schnell hast du es wieder aufgegessen? Mila und Nala essen es nie auf diesen verwöhnten Gehirn. Der Teller bei den ist nie leer. Ich werde jetzt, glaube ich, duschen gehen. Ja, du stinkst auch. Ja. Wow, Jan! Fuck! Oh, wohl! Shit! Meow! No, like an idiot. Are you sweating too? No. Wir haben wieder keinen Strom. Oh Mann, das ist so annoying. Wir haben jetzt heute dreimal Stromausfall gehabt und jetzt hat das gehalten. Also seit 11 Uhr oder sowas, also seit 2 Stunden, haben wir jetzt wieder Stromausfall. Aber zum Glück haben wir Wasser, weil manchmal, wenn wir Stromausfall haben, dann haben wir auch kein Wasser. Ich verstehe das gar nicht. Ma, warum haben wir, wenn wir Stromausfall haben, manchmal Wasser und manchmal haben wir kein Wasser? Das von der Linie. Von der Linie, von dem Wasser, das vorne. Ach so. Und beim Wasser, Water District, brown out ist. Mhm. Ist das meine Hose? Ja. Und das von den Äster drin. Echt? Ja, weil es so auf Luftstand. Dann, also hier ist die Toilette, ist die fertig oder was? Ich guck mal, wie es oben aussieht, weil oben macht gerade jemand meine Toilette. Ich weiß nicht, ob er gerade Siesta macht, aber ich guck trotzdem jetzt mal. Hier fehlen noch die Gläser. Immer noch. Die arbeiten so langsam, ey. Am Anfang haben sie noch schnell gearbeitet, aber ich habe das Gefühl, die chillen jetzt gerade voll. So sieht das Bad aus. Da kommt die Toilette hin. Da ist die Dusche. Hier fließen sie schon. Das den Balkon. Jetzt weiß ich auch, warum Burnout ist. Seht ihr die Leute da an dem Strommast? Die versuchen da irgendwas zu flicken. Aber es sieht sehr gefährlich aus. Die sind nicht mal gesichert oder so. Hier. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Uroma. Das sieht irgendwie komisch aus. Wir haben diesmal vor, nur zur Uroma zu gehen. Also wir werden jetzt nicht noch extra zum Dorf zu unserer Oma gehen, weil da erstens sowieso keiner zu Hause ist und unser Opa ist nicht mitgekommen, weil bei uns zu Hause jemand aufpassen muss. Deswegen werden wir nur zur Uroma gehen und dort unsere Onkels und Tanten und Großcousinen und etc. besuchen. Und ich hoffe echt, dass der Akku von dieser Vlogging Cam bis dahin durchhält. Ich finde, wenn wir dorthin gehen, dann merkt man richtig,
wie sich so die Landschaft verändert. Es wird immer so dschungelmäßig. Ja. Kein Deutsch. Deswegen sage ich doch voll günstig. Krass, wir haben eine fette Tüte Brot gekauft. Das hat einfach 2 Euro gekostet zusammen. Und ich weiß auch nicht, aber philippinisches Gebäck ist einfach so geil. Habe ich alles dabei? Gottes Wille, ich kriege immer Panik. Das Kalt ist auch noch, es ist voll warm. Ah, ja, frisch gebacken. Richtig frisch gebacken. Alter, philippinisches Gebäck ist einfach das Geilste. Ja, wir sind jetzt hier in Pantukan. Wir sind bald bei unserer Uroma. Weil das ist nicht mehr so weit, deswegen dachten wir nehmen was mit zum Essen oder sowas. Es geht jetzt rein. Wir sind jetzt bei unserer Uroma angekommen. Here is her house. Es ist richtig krass, Ebbe. Ich zeig's euch mal. Hier ist gar kein Wasser. Null. Gar kein Wasser. Guck. Hier ist normalerweise bis hierhin Wasser. Hier stinkt es nach Schwein. Schweinchen. Hier stinkt es noch Scheiße, Alter. Hallo. Hallo Lola. Hallo. Kaila ka pala ko. Kinsa ko. Kaila ka pala ko. Ay, ituun man mo. Maguwang ka. Pangalan. Pangalan. Ako. Maguwang ka ani. Mangho demoni. Kinsa man ko. Kinsa man siya. Kinsa man siya la. Ha? Kinsa man ni. Si Ana. Lili. Okay, siya may Ana. Ikaw, Ana. Ikaw. Katarina. Ah? Katarina. Katarina, der ist Katarina. Mein Name ist einfach so schwer zu merken. Lisa. Lisa. Schatzi Lisa, Schatzi Lisa. Das ist die Anna. Auch die Anna. Katarina. Katarina. Komplett polygon. Wollen wir Antipara? Die machen wir Antipara. Wie geht das? Wie geht Di Antipara, oh. Naaman ang ahang Antipara, di man ako gamitin. Lingkod. Sa gabi. Lingkod, ada anak lingkod. Lingkod na. Si Bumbum. Si Bumbum. Kamanghura ni Lisa. Ah, dili. Hi. Aber eigentlich ging es noch. Rudi Rüssel. Stimmt. Das war der geile Film. Da war noch Bombe. Ich war international. Gut. Und in Love. Babae. Kann ich mal Babae. Hindi mga lalaki. Thank you. Wir verteilen gerade Schminke an unsere Verwandtschaft.
Nein, Mathe. Ach, nein, Mathe. Ach, Mama hat ja alles. Na, da kann Mathe. Linda, kann ich Make-up sehen? Ich liebe dich ein Make-up. Okay. Ja, in der Schatz. Mama. Sag, bag mir Linda. Math. Yes, thank you. Kanang kag math? Si Aki. Nga naman. Nahan lang po yung sa color. Doktor, ano yung mascara? Siya po no. Hindi siya o? Nee, lidschatten. Lidschatten. Keine bonbons. Sieht man da was für Farbe? Ja, ja, da vorne. Okay. Bye-bye. Bye-bye. So, wir sind jetzt wieder im Auto auf dem Weg nach Hause und wir haben ein Mädchen gekauft dort. Nee, wir haben unsere Tante eigentlich dabei, wenn man es genauer nimmt. Ja, oder Großcousine. Nee, Tante. Und wir nehmen sie mit zu uns in die Stadt, weil die wird genau bei uns jetzt im Haus wohnen und weil die wohnt halt eher in so einem Dorf und sie ist jetzt schon 4 Jahre nicht zur Schule gegangen, werden sie jetzt bei uns in der Nähe, also wo wir wohnen, werden wir sie einschulen in so einem College halt, weil sie möchte unbedingt Lehrerin werden oder, gell? Mhm. Genau, sie macht das gleiche wie ihre Geschwister und deswegen. Und sie ist dann halt zusammen mit Oma und so, dann ist sie nicht so ganz alleine. Deswegen ist ganz gut, deswegen haben wir sie gleich mal mitgenommen, damit sie auch die Möglichkeit hat und so. Vor allem, alle haben so gesagt so, ist okay, aber halt einfach Omas Gemeckere aus. Wenn du nicht zuhörst, ist es nicht so schlimm. Ja, Oma ist echt anstrengend. Ja, Oma aber ist nur am Meckern, hat nur Probleme. Ja. Wir dachten, also bei uns hatte sie halt so die besten Voraussetzungen oder halt eine bessere Möglichkeit, dann auch zur Schule zu gehen und so. Deswegen wollten wir auf jeden Fall ihr das irgendwie ermöglichen. Und morgen ist auch unsere... Es wird das Haus gesegnet, weil immer wenn man so ein Haus baut oder sowas, dann kommt dann jemand, der Gebet macht und sowas. Und dann machen wir auch gleichzeitig auch unsere Abschiedsfeier. Und deswegen werden wir dann halt Essen besorgen irgendwie und dann die Verwandtschaft von ihr oder unsere Verwandtschaft halt kommt, also ihre Geschwister und alles kommen morgen auch dazu. Und ja, deswegen müssen wir heute auf jeden Fall schon planen oder überlegen, was wir zum Essen machen und ja, man voll blöd, wenn wir zurück nach Deutschland gehen und es ist noch nicht alles fertig. Bomo hat gerade gesagt, er hat immer voll den Zwang, irgendwas kaputt zu machen oder normalerweise, wenn er zu Hause ist, dann hüpft er rum und so. Wie geht's? Er hatte damals ADHS. Er ist verrückt geworden. Ja. Früher, als wir noch kleiner waren, hat er uns auch immer geschlagen und immer Sachen nach uns geworfen. Oh. Ja, die armen Kinder. Yo! Essenszeit. Sind wir leer? Ja, schon. Bin schon fertig. Es gibt Reis und Adobo. Chisa. Mein Lieblingsessen. Bagu gemacht. Stinkefisch. Hallo. Also Bagoong ist so diese kleinen geschredderten Krebschen und sie hat sie extra gekocht, weil wir mögen das am liebsten mit ganz viel Zucker, so richtig süß und so würzig süß, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen hat sie so extra gekocht, war voll lecker. Und ich habe die ganze Zeit den Hund hier was zum Essen gegeben und er hört nicht mehr auf, er will so viel. Ich habe ihm schon richtig viel gegeben. Okay, was macht ihr hier? Ja, komm, lasst euch doch streichen. Alter, chillt euer Life. Komm. Ja, freut sich der. Hallo, claro. Es gibt aber gerade nichts. Ich will nur streicheln. Ich habe dir schon voll viel gegeben. Bist du nicht zufrieden? Ja.
süß. Ich weiß einfach nicht, wie man Hunde streichelt. Okay, geh halt wieder. Puh. Übertreib doch. Ich streichel dich. Alle Katzen hier, weißt du, da ist auch eine Katze. Hier schleicht sich auch eine Katze rum. Die wollen alle zu uns, weil die haben gehört, hier kriegt man richtig gutes Essen. Aber als Gegenleistung wollen wir halt, dass sie euch streicheln dürfen, weil so ohne irgendwas gibt's nichts. Ich habe hier jetzt 6 Katzen um mich herum. Alter, ich hab... Doggy, du bist so süß, du erinnerst mich an Blumen. Ja. Du Baby. Ich hab nix. Hi Leute, ich habe mich jetzt Bed ready gemacht und haben die ganze Zeit noch mit der Familie geredet und so, ernste Themen und so, Probleme. Eigentlich schlafen schon alle, bis auf Anna und ich, weil wir unsere Videos noch hochgeladen haben. Es war ja den ganzen Tag heute der Stromausfall, weil die reparieren da irgendwelche Strommäste bei uns. Ihr habt ja mal gesehen, bestimmt in unseren Uncut-Vlogs, auch von den älteren Vlogs, immer wenn wir auf die Philippinen waren, waren da immer so diese Strommäste, die so richtig tief, also die waren schon richtig schief. Den reparieren die und jetzt haben die auch alle repariert, also jetzt reparieren die alle, die auch noch schief waren, damit es halt nicht mehr passiert, weil es halt schon gefährlich ist. Und deswegen, das nervt voll. Und jetzt müssen wir noch, also versuchen auch die ganze Zeit schon Vlogs hochzuladen. Ich glaube, ich würde mal sagen, gute Nacht für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen auf. Ich war lieb für deine Einschulung. And thy power.